Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Mein Name ist Marcel Paar und heute zeige ich dir ein Rezept von einem Vanillebiskuit, das sich sehr gut für 3D-Torten eignet, da es eine sehr hohe Stabilität hat und auch geschmacklich und von der Feuchtigkeit her sehr gut geeignet ist. Dazu lassen wir uns Butter und Zucker, habe ich mir schon zusammengewogen. Dann hinten sieht man noch Eier. Und links noch Mehl, da habe ich mir zwei Vanillestangen ausgekratzt. Das Rezept wird dann zwei 24er Tortenringe ergeben. Ich schreibe dir aber in die Infobox nur das Rezept von einem Biskuit, weil es in der Küchenmaschine, man sieht es dann schon, eine ziemlich große Menge ist. Ist noch gegangen, aber wurde knapp natürlich von der Menge vom Kübel her. Es hatte fast keinen Platz. So, Butter und Zucker schön aufschlagen. Auf mittlerer Stufe. Wichtig ist, dass der Butter schon Raumtemperatur hat und weich ist. Dann geht es viel besser, sonst habe ich bei der kalten Butter immer so Klumpen drin. Dann Eier beigeben. Die gebe ich mir in zwei bis drei Teilen bei. Und ja, putze mir die Masse immer so runter. Man kann da natürlich die Maschine auch anhalten und aufmachen. Ich mache da die bequemere Variante und putze während dem Laufen lassen runter. So, noch den Rest der Eier beigeben. Jetzt nochmal ein wenig im Tempo erhöhen, damit sie schön darunter gezogen werden. Und ich schalte jetzt nun wieder zurück, um das Mehl in die Maschine zu geben. Man sieht es hier, Mehl und die Samen der Vanillestange gebe ich bei. Hier ist wichtig, wirklich nicht mehr zu lange kneten, denn sonst durch das lange Kneten wird die Masse zäh und ich habe kein schönes Backergebnis mehr. Wenn sich jemand nicht sicher ist, dann kann er das auch noch von Hand darunter ziehen. Ich mache es in der Maschine, weil ich ja auch da vielleicht ein wenig zu bequem bin. Aber bis jetzt hat es wirklich immer funktioniert. So, noch schön runterputzen. Man kann das natürlich auch noch von Hand machen, falls es eben, ich habe hier eine ziemlich große Menge, falls die Menge zu groß ist, kann ich das wirklich noch von Hand darunter ziehen. Zwei Dinge wirklich gut einpacken, denn diese Masse könnte auslaufen. Dinge schön einpacken, auf zwei verteilen. Wie schon gesagt, ich werde das Rezept nur für ein Biskuit in der Infobox schreiben, weil es eben von der Menge schon ein wenig viel ist. Falls ihr zwei machen wollt, einfach Rezept verdoppeln. Kratze ich mir das schön aus. Teile mir das auf zwei. Und jetzt ziehe ich mir die Masse an den Rand drauf. So, mit dieser Palette. Das ist eigentlich ein einfacher Trick, denn in der Mitte ist der Tortenboden immer höher als am Rand. Daher ziehe ich von Anfang an den Rand ein wenig höher rauf. Der läuft dann wieder runter. Und dann kann ich es eigentlich auch mit einfachen Mitteln sehr gut verteilen. So, Rest noch beigeben. Und im Anschluss kommt das in den Ofen bei 190 Grad. Je nach Ofen halt circa 35 bis 45 Minuten. Sonst vielleicht mal nach 35 Minuten mit einem Messer reinstecken, mit einer Messerspitze, wenn es noch feucht ist, noch drin lassen. Wenn es keine Feuchtigkeit mehr am Messer hat, ist das Biskuit gut und man kann es rausnehmen. So, nach dem Backen etwas ankühlen lassen und dann drehe ich mir die gleich um. Man sieht, da ziemlich viel Butter drin ist. Ist da unten das Papier auch schön mit Butter getränkt. Nein, der Vorteil ist, wenn man die noch warm umdreht, hat man schön gleichmäßige Böden, schön flache. Und unten kann ich mir das Papier noch schön praktisch abziehen. Das fängt dann mit der Zeit auch an zu kleben. Ja, das war's eigentlich mit diesen Biskuitböden.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken hier oben. Vielleicht siehst du noch so einen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Kommentar da oder gib mir einen Daumen hoch. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, hier einfach auf Abonnieren drücken. Ich verabschiede mich soweit. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel von Einfach Backen.